Resten von den Fischen. Oh, ich lebe. Ich kann mich bewegen. Ich kann schwimmen. Warum kann ich unter Wasser atmen? Was ist hier los? Ich bleibe beim Licht. Das Licht gibt mir Hoffnung und Kraft. Da drüben treiben Tote. Oh, das hilft ja nichts. Irgendwann muss man hier weg. Immer zum nächsten Licht. Und übrigens, herzlich willkommen zu Folge 7. Oh, hier geht's nicht weiter, schätze ich, hä? Bisher hat sie mich mal getötet, aber diesmal hat sie mir lediglich Unterwasseratmung geschenkt oder so ähnlich. Ich weiß auch nicht genau, was hier geschehen ist. Okay, hier ist eine große Tür. Da möchte ich sicherlich durch. Und mehr Tote. Und die Fische folgen mir. Und wieder so eine Videowand. Oder so eine Leuchtuhr. Ist ja widerlich. Ich schwimme einfach weiter. Mich kann nichts mehr aufhalten. Ich bin unsterblich. Ich möchte in die Freiheit. Ich möchte in den echten Ozean. Nicht innerhalb dieser Station hier zugrunde gehen. Nach oben geht's nicht. Bleibt nur eine andere Richtung, nämlich unten. Unten ist immer schlecht. Unten ist böse. Nee, das ist doch eine Luke, oder? Nee, das ist nur was zum Festhalten. Ah, deswegen. Ohoho. Nein! Oh, zu früh angefangen. Oh, es reicht aber doch bestimmt bis zum nächsten. Halt dich gut fest. Oh! Krieg ich da oben raus? Oh ja. Oh ja, ich kann. Phew. Das war interessant. Kann das sein, dass mein Shirt nicht mehr... War das nicht vorher mal rot? Jetzt ist es auch schwarz. Wie alle Wesen hier. Grau und grau. Oh Gott, und wieder die Augen im Himmel. Das war ja zu erwarten. Das war ja zu erwarten. Hä? Was hat denn das jetzt überhaupt gemacht? Ach, kann ich das Ding rüberkurbeln oder was? Aber da ist auch überhaupt keine Zeit für.
Soll ich denn da jetzt die Zeit hier nehmen? Ich kann das runterkurbeln. Okay. Ich glaube, ich sollte in die andere Richtung kurbeln. Das wäre nützlicher. Ich glaube, ich kurbel verkehrt rum. Ja, aber das reicht doch nicht. Das reicht doch nicht. Muss ich warten, bis das auf der anderen Seite des Raumes ist, bevor ich da anfange zu kurbeln. Aber hallo. Das muss wahrscheinlich bis über die, unter die, also über die Leiter. Da muss ich nochmal eine Runde warten. Whoop. Schauen wir mal. Oh, das könnte schon so reichen, ne? Das könnte so reichen. Ja. Hopp. Nee, reicht nicht. Da muss ich nochmal eine Runde warten und dann lassen noch ein Stückle runterkurbeln. Ja, fast ist eingerastet. Habe ich genau gehört. War überhaupt kein Problem. Hopp. 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 Super. Ist das ein Scheinwerfer, der gleich angeht? Muss ich da unten ins Wasser springen, damit ich überlebe? Let's try it. Ja. Und dann aber nichts wie raus. Bei dem Wasser könnte Secret sein. Ich kann da jetzt unter Wasser atmen. Oh, aber ich komme da durch. Ich tauche mal ab. Ich kann da jetzt unter Wasser atmen und das Wesen hat mir auch nichts mehr getan. Dann möchte ich zumindest einmal hier zum Grund. Kein Secret? Schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Gut. Weiteres Licht, das mir nicht schadet. Also diese Hallen... Hä? Wow. Ich habe das Loch nicht gesehen. Ups. Ich laufe einfach mal weiter. Da waren Sachen. Egal, ich werde schon dahin zurückkommen. Das sieht nach einem großen, umfangreichen Puzzle aus. Yep. Okay, Knopf Nummer 1. Holt mir das Ding hier. Warum will ich das Ding hier haben? Ist mir noch nicht unbedingt klar. Gut, ich kann da hinten ja wieder hoch. Dann probieren wir mal Knopf Nummer 2 aus. Mach die Klappe zu. Ach nee. Das ist ja ein netter Knopf. Na gut, dann mach ich halt mal zu. Hat ja bestimmt irgendeinen Sinn. Alles mal einmal drücken.
Es muss ja gedrückt werden irgendwann. Und jetzt? Wo bin ich hier gelandet? Im Tank von eben. Hat er also doch noch einen anderen Sinn. Doch ein Secret. Das hat man eben aber noch nicht sehen können. Gut, dann sollte die Klappe hier jetzt zu sein. War die... Na ja, gut, die hätte man schon sehen können, ja, wenn man nicht blind durchs Leben läuft. Das ist doch Wasser da oben. Das ist das, was mich verwirrt. Die Decke sieht aus, als wäre es Wasser. Als wäre hier alles umgekehrt. Und deswegen, ich habe da hochgeschaut und deswegen bin ich in dieses Loch gefallen. Oh, ist das nette Mädel, das da oben drin schwimmt? Und hier ist irgendwie ein grauer, ausgegrauter Schalter. Okay. Also irgendein Detail entgeht mir hier. Ich komme hier auf jeden Fall nicht bis nach oben ans Wasser ran. Das reicht nicht. Nee, das reicht eigentlich überhaupt nicht. Also werde ich wahrscheinlich unten doch nochmal was machen müssen. Ja, das ist ein langer Weg hin und her für jedes Mal experimentieren. Ich weiß noch nicht, was ich eigentlich tun will. Kam ich hier wieder hoch? Ja. Ja. Ohne Probleme. Hier ist jetzt auch nichts zum Greifen oder so. Es gibt nur diesen Knopf. Und der macht die Klappe zu. Und ich nehme an, die Klappe möchte ich zu haben, weil sie war ja offen. Oh, das ist interessant. Vielleicht kann man hier... das wollen wir mal ausprobieren. Das schlägt doch recht kräftig da dagegen. Eigentlich wollte ich so seitlich wegschlagen. Ja! Okay. Das ist aber auch das erste Mal, dass das funktioniert, oder? Vorher waren die Dinger nicht so stark. Und jetzt? Kann ich dich mitnehmen? Oh ja, kann ich. Hey! Was ist denn da drin? Achso, nee. Macht Sinn. Okay, das heißt, ich muss das Ding jetzt hoch teleportieren, transportieren. Dafür muss es auf einer Schräge stehen, zum Beispiel dieser hier. Und am besten ohne Ballast. Das war gut machbar. Gut, dass die hier eine Schräge eingebaut haben. Oh, und jetzt kann ich das durch die Tür hier. Ah, verstehe. Alles klar. Ah, was heißt Tür? Durch die Klappe hier. Okay. Und dann nehme ich nochmal den Weg zurück auf mich. Den mühsamen. Da ist es dann ja alles kein Problem. Dann muss ich die Dinger nur stapeln. Dann kann ich oben in die Überkopfwasserwelt. So, da haben wir es schon. Also, einmal hier zünden, einmal hier draufstellen.
Einmal hier zünden. Das könnte schon falsches Timing sein. Ah ne, funktioniert ganz gut. Das ist vielleicht auch absichtlich so gemacht, dass man das getimed kriegt. Okay. Überhaupt nicht creepy. Nee. Gar nicht. Ist das eine Tür? Es ist. Oder sowas ähnliches. Huch. Also ich konnte da was rausziehen, aber was passiert jetzt damit? Es ist nach unten geschwommen. War nach oben getrieben worden und fällt jetzt runter, oder was? Kann jetzt wahrscheinlich durch die Oberfläche fallen. Ich schaue mich mal weiter um hier. Da ist noch eins. Hui. Es rumst ganz schön. Also ein bisschen neugierig bin ich schon, was jetzt passiert, wenn ich durch die Oberfläche hier schwimme. Ah ja, ich fall runter, alles klar. Oh, und ich bin sogar tot. Hui. Damit war nicht zu rechnen. Gut, das heißt, wir machen einfach nur auf. Mal nach Secrets checken. Keine Secrets. Ah, und ich bin wieder rot. Sehr schön. Habe ich nicht vorhin gesagt, mein Shirt wäre schwarz geworden? Jetzt wirkt es wieder rot. War wohl einfach nur dunkel vorhin. Eine Leiter. Oh, und eine Klappe, die hinter mir zugeht. Fies. Okay, einmal nach Secrets checken. Viele, viele Leute hier. Und ein relativ langer Raum. Ah, eine Kiste. Also, ich weiß noch nicht, wofür ich sie brauche, aber ich brauche sie sicherlich noch. Gehe ich da hoch? Nee. Die nehmen wir einfach mal mit. Also ich sehe da wieder einen Käfig voller Leute. Würde mich nicht wundern, wenn wir die gleich kontrollieren. Oh. Ach. Ach, die hat gesehen, dass wir uns bewegen. Oh. Scheiße. Oh, ich hoffe, der stapelt mich jetzt nicht hier auf. Schaut er her? Mit seinem Sohn? Der hat einen Sohn dabei. Oh, die transportieren die Typen da raus. Oh, er schaut sich... Nein! Das hat er gesehen. Shit. Shit. Okay, okay, okay. Auch wenn er anfängt, sich umzudrehen, kann ich nicht einfach weiter. Diesmal warte ich, bis sie weg sind. Jetzt. Macht nicht die Tür zu. Hier unten ist wenig zu hören. Ah, ein Hebel. Ah, sind wir unter Wasser? Ach, das ist verkehrt rum, das Wasser. Jetzt schwimme ich. Aber jetzt ist die Tür zu.
Okay, wenn ich den Hebel nach oben schiebe. Nee, das Wasser bewegt sich nur, solange ich den Hebel ziehe. Aber wir können die Kiste hier auf jeden Fall mitbewegen. Weiß noch nicht, wofür ich sie brauchen werde. Aber vielleicht kann ich irgendwie die Tür damit blockieren. Macht das überhaupt Sinn? Das macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Ich lasse das Wasser mal komplett ab. Dann geht die Tür auf und die Kiste kann ich runterfallen lassen. Okay, also das immerhin funktioniert. Aber die Kiste wird nicht ausreichen, um hochschwimmen zu können. Oder wie ist das? Ich die Kiste hier hinstelle. Und das Wasser ablasse. Oh, das ist eigentlich gar nicht so leicht, sich hier das ganze Ding vorzustellen. Also die Tür geht auf ab diesem Moment hier. Hier. So, aber jetzt komme ich nicht mehr oben in das Wasser rein. Und deswegen brauche ich die Kiste. Die muss jetzt da oben landen. Und versperrt mir wahrscheinlich den Leiterweg, richtig? Ah nee, da komme ich dann vorbei. Okay. Ich kann die Kiste hier platzieren. Jetzt kann ich das Wasser gerade so runterlassen, dass die Tür noch offen ist. Also hier hin. Dann müsste ich doch da eigentlich über die Kiste rein und hochschwimmen können. Ja, cool. Super. Alles klar, dann ist, glaube ich, hier ein wunderbarer Zeitpunkt für einen Folgenschnitt und ich sehe euch wieder beim nächsten Mal. Bis dann.